Mario und Luigi Paper Jam Bros. Mario und Paper Mario haben ihre Kräfte vereint. Ach ja, Luigi ist auch noch mit dabei. Gemeinsam können sie es mit einem jeden Feind aufnehmen. So beginnt das verrückte Geschichte von Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und jetzt kannst du das unschlagbare Trio auch in Super Mario Maker antreten lassen. Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker, meine lieben Freunde. Dieses Event-Level hat mich super angesprochen. Ich Let's Play das Spiel zwar nicht, aber ich finde es eigentlich relativ gut. Ich habe selber privat auch noch nicht gespielt, das gute Paper Jam Bros. Aber ich wollte einfach mal an dieses Mario Maker Level zocken und gucken, was es zu bieten hat. Ich denke, es ist ein Event-Level, dann wird es, glaube ich, nicht so schlecht sein. Und wir sind Luigi. Und ihr habt schon gesehen, Luigi haben sie einfach mal wieder nach hinten verschoben. Ach ja, Luigi ist auch noch dabei. Vergessen sie den Guten wieder mal. Aber, meine lieben Freunde, wir kommen wieder zurück zu Super Mario Maker. Nach dem Level werde ich natürlich eure Level spielen, denn ihr habt mir im jetzt vorletzten Part ordentlich eure Level dahingeschrieben, also in die Kommis. Und die will ich mir natürlich nicht entgehen lassen, ne? Das wird jetzt komisch sein, wenn ich die nicht spielen würde. Deswegen kommen die hier nach und ich soll das Level aber erstmal schaffen. Das wäre ganz gut. Holy shit. Okay, da konnte ich jetzt mehrere Formen annehmen. Jetzt bin ich Mario. Und jetzt bin ich... LOL! Das Trio gibt sogar? Wie cool ist das denn? Okay, das ist geil. Dass es sogar das Trio gibt. Mit Sterni. Dann bekomme ich sogar die Amiibo jetzt, ne? Genau, wenn ich das mache. Richtig wunderschön. Das ist super bab da bab. Das ist so super bab da bab da bab da. Holy shit, und hier sind ganz viele Feinde. Vielleicht soll ich, glaube ich, einfach hier durchgehen und mit dem Pilz schnappen. Jetzt bin ich wieder normaler Mario. Och man, das Trio war cooler. Hier komme ich auch rein. Hier steht was. Mario. And Luigi. Oh yeah. Das Paper Jam hat zwar gefehlt, aber wir kennen das Spiel. Here we go. Nice. Richtig cool, das Level eigentlich. Ganz cool gemacht von Nintendo und das Spiel ist auch super. Holy shit. Und da haben wir die Amiibo. Nice. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Mario Trio. Richtig cool. Und würde ich sagen, wir gehen jetzt direkt in den Modus rein, wo wir eure Level suchen. Den guten Level aus aller Welt Modus. Aber wir sind ja gerade Level suchen, meine ich natürlich, ne? So, kommen wir direkt auf die Liste und wir fangen an mit dem guten Sprite Place. Der hat nämlich angefangen, der hat mir 3 Level geschickt. Ich habe mich für Into the Castle entschieden. Ein Level, welches eine Schwierigkeit hat von gerade von einfach bis mittel. Und ich bin mal gespannt, was das zu bieten hat. Danke für die Level auf jeden Fall, aber ich denke mal, dass es gut sein wird. Wenn du mir es schon einschickst. So, da habe ich die schon eingegeben. Und das Level wird gesucht. Und da haben wir es nämlich. Und da haben wir schon. Into the Castle von Sprite. Und es hat auch schon 10 Sterne. Wow. Okay. Sieht interessant aus. Dann lass uns das mal zocken. Es soll im Wasser anfangen. Hat man da oben auch gesehen. Okay. Oh, da sind wir. Okay, es fängt wirklich im Wasser an. Wir sollen ins Castle reinkommen. Klingt interessant, okay. Da muss Mario wohl unten durchtauchen, um in das Castle reinzukommen, weil oben ist wahrscheinlich alles zugeschlossen, ne? Spielt ihr eigentlich noch, Mario Maker mal so gefragt, immer noch sehr aktiv oder hat das nachgelassen? Also bei mir ist es so, ich spiele, die Zeit lässt eher nach, also ich spiele, wenn ich spiele, sehr, sehr gerne, vor allem eure Level, ich baue auch noch sehr, sehr gerne, wenn ich ehrlich bin. Das ist immer noch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache. Und hier muss jetzt irgendwie darauf, dass da irgendwas rauskommt. Genau. Habe ich mir schon gedacht. Eure Level spiele ich sehr, sehr gerne. Aber ich baue auch sehr gerne, wie ich eben gesagt habe. Und wir brauchen tatsächlich... Furz dich, du Scheiß! Ich hasse diese komischen Scheiß-Blooper. Ich baue auch sehr, sehr gerne. Und hör auf, bitte. Wenn du Blooper mich jetzt umbringst, dann raste ich aus. Weil du nervig bist. Furz! Hasse Blooper. Unnötigste Gegner überhaupt. Weil die einfach nervig sind. Vor allem, ich habe ja nicht mal eine Möglichkeit, die zu töten. Oder kann ich die auf den Kopf springen? Im Wasser geht das, glaube ich, nicht. Na, egal. Wie gesagt, ich spiele es eigentlich ganz gerne, das Game noch. Vor allem, es ist ja jetzt schon echt ein bisschen älter schon, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber es ist immer noch so gut wie am Anfang. Weil ich meine, die Community findet auch immer neue Ideen. Muss man sich mal reinziehen, was da schon alles gebaut wird. Und jetzt komme ich da auch durch, ohne dass der Blooper mich erwischt. Holy shit. Unter Wasserfeuer, sehr logisch. Rennt mich mal ein SpongeBob, aber...
Es ist Mario. Stellen wir das mal nicht in Frage. Hier ist ein Hammerbruder, der eigentlich relativ einfach umgehbar ist. Oh, lol. Und ein Koopa mit einer Kanone. Auch sehr, sehr gefährlich. Hier haben wir ein bisschen Verzierung. Und hier scheint das Schloss zu sein, wenn ich mich nicht irre. Mit diesem Knochen. Okay, dann lass mal in das Schloss rein, wenn wir jetzt von hier wirklich reinkommen. Durch die Röhre. Tatsächlich, wir sind im Schloss. Wir haben es geschafft. Da ist auch schon der erste Gegner. Den wir einfach überspringen. Holy shit, da schießt eine Kanone richtig schnell mit diesen Viechern. Holy shit, das war jetzt. Ja, da unten sind Nötenblöcke. Holy fuck. Holy shit. Kommen wir da hoch? Oder kommt da irgendwas raus? Tatsächlich ein P-Switch. P-Switch, P-Switch. So können wir die aufhalten. Richtig nice. Oh, hier ist ein Powerblock. Holy shit. Nice, haben wir die auch down gemacht. Dann kommen wir hier hoch. Und bis jetzt läuft es gerade sogar sehr, sehr gut. Okay, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich auf diesen blauen Totenkopf. Batz. So, perfekt drauf. Und perfekt gelandet. So, kommen wir jetzt zum Boss oder war es das? Eigentlich ist für ein Castle immer noch ein Boss üblich. Oder, lol, es geht wieder ins Wasser. Ist natürlich auch nice. Aber muss ja auch, sehr klar. Wir haben dann die Ebene wieder gewechselt. Aber wir haben das Level geschafft. Das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Yes. Das hat auch einen Stern verdient, finde ich. War eine geile Idee. Durch das Castle durch, wieder ins Wasser rein und somit geflüchtet. Rein und raus. Fertig ist der kleine Klaus. Tipptopp. What the fuck. Super Level, kriegt gleich einen Stern von mir. Sehr, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Danke für das Level, Sprite. Du hast noch zwei weitere reingeschickt. Die werde ich spielen, wenn sich die Zeit lohnt, privat oder im nächsten Part. Oder diesen Part, wie gesagt, wenn es die Zeit passt. Aber jetzt kommen erstmal noch Level von den anderen dran, denn die haben auch wieder Level eingeschickt. Beispielsweise der Herrscher Ganondorf, ist auch ein geiler Name. Grüße an dich. Von dir habe ich auch ein Level bekommen. Die ID werde ich mir jetzt einnehmen. Das ist der Zelda Twilight Princess HD Forest Temple. Okay, er hat geschrieben, es ist ein Zelda Twilight Princess Dungeon. Klingt sehr, sehr interessant. Mein Let's Play, dazu läuft ja gerade, ne? Passt ja vielleicht. Obwohl der Forest Dungeon jetzt natürlich auch schon, wenn das der Forest Temple HD, ich denke mal, dass es der ist, auch schon lange vorbei ist. Aber das LP läuft immer noch. Wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne reinschauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn ihr das nicht wisst, ist sehr empfehlenswert. Sag ich einfach jetzt mal, ne? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Aber ich denke mal schon, das Level konnte nicht gefunden werden. Da habe ich mich wieder vertippt. Oh Mann, ey. Oder war es der Levelersteller? CA37, das war tatsächlich der Levelersteller. Da wurde tatsächlich die ID falsch geschrieben. Tut mir leid, dann kann ich es leider nicht zocken, wenn die ID falsch ist. Dann kommen wir vom Level vom guten Infinity. Der hat ein sehr schweres Level wieder eingeschickt. Die Abschlussrate liegt bei 0,0%. Danke schön. Ich kann ja nichts dafür, ne? Ich habe sogar gesagt, nicht so schwerer Level, aber man muss es ihnen ja eine Chance geben. Vielleicht bin ich ja der 1%, der es schaffen wird. Ich weiß ja nicht, das ist ja auch schon jetzt ein Monat her. Wie gesagt, tut mir sorry für die lange Wartezeit, nur ich hatte dazwischen ja noch ein Part gebracht. Und deswegen zocken wir das Level jetzt und gucken mal, ob das Level gut ist. Warum konnte... Ich bin doch jetzt nicht doof, oder? 07-000-00B53-Aber. Die ID ist wieder falsch eingeschrieben. Jungs, schreibt mir die ID richtig in die Kommis. Was ist denn los mit euch? Jetzt sind zweimal hintereinander nicht. Okay, dann kommt jetzt noch... Okay, Imgo Köhn. Ist auch ein guter Abonnent. Der hat mir ein Level eingeschickt. So, das gebe ich jetzt ein und bitte sei richtig. Das kann doch nicht sein, dass ihr das so verkackt mit dem Eingeben. Sorry, aber what the fuck? Muss ja immer doppelt und dreifach drauf achten. Sonst, es tut mir echt dann so leid, dass ich es dann nicht spielen kann. Ja! Confusing Mansion Time. Von Imgo Köhn und hier Talion. Nice, dann kann ich jetzt von ihm ein Level spielen. Sieht sehr interessant aus. Dann lass mal sehen. Talion, so nenne ich es einfach mal. Klingt epic. Ich hoffe, das Level ist auch epic. Aber ich denke mal schon. Oh Mann, Zeitdruck. Holy shit, dann hoffe ich mal, dass es nicht so schlimm ist. Okay, durch die Tür. Jetzt komme ich schon wieder am Anfang, ne? Tatsächlich nicht. Alter, es ist ein Rätsellevel oder was? Sowas mag ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich renne einfach mal durch irgendwelche random Türen.
Okay, hier kann ich nicht rein. Oh fuck, ich glaube, jetzt komme ich wieder zurück. Ja, tatsächlich. Oder? Ach man, ich mag sowas überhaupt nicht. Aber, ja, das ist mies. Oh lol, hier habe ich was gefunden. Ein P-Switch. Oh, ein P-Switch. Der wird gut werden. Den brauche ich bestimmt. Natürlich brauche ich den. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Alles klar. So, jetzt gehe ich hier. So, jetzt bin ich hier. Alle drei Türen habe ich schon ausgekostet. Ich bin eben da durchgegangen. Ich sollte vielleicht mal da durch. Diese Tür bin ich, glaube ich, noch nicht durchgegangen. Jetzt gehe ich mal zurück. In die Röhre. In der war ich auch noch nicht. Okay, wo bin ich jetzt? Okay, schon wieder bei zwei Türen. Die führt wieder hier hin, okay? Geh ich mal durch die... LOL! Bin ich richtig? Nein, das ist wieder der Anfang! Och, verfurzte Scheiße! Oh Gott, ich muss Gas geben, sonst schaffe ich das nicht mehr. Okay, ah, alles klar, okay. Okay, ich weiß alles Bescheid. Da war das Item. Das sollte ich mir auch mittlerweile mehr gemerkt haben. Jetzt, dann gehe ich mal hier rein. Da war ich ja eben drin, richtig? Richtig. So, dann bin ich da durchgegangen. Gehe ich nochmal durch. So, dann bin ich hier. Und dann bin ich durch die Türen dann nach außen gefallen. Jetzt gehe ich mal hier rein. Okay, dann bin ich hier. Hier war ich aber auch schon. Och, was ist denn das bitte für ein Labyrinth? Och, jetzt bin ich wieder am Anfang. Das gibt's nicht! Please! Wie soll man hier denn rausfinden? Vor allem, das ist so verzwickt. Das ist einfach eine random Tür geöffnet. Oh Gott, das zu merken wird so, ist so schwer. Und jetzt bin ich wieder hier. Och Mann, ich könnte coden. Das gibt's doch nicht. Okay, dann... Mir ist die Zeit ausgegangen. Ich habe keine Chance mehr. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Och, verdammte Scheiße, Mann. So, es gibt da noch diesen Einweg hier. Lauf, lauf, lauf. Komm schon, da muss doch irgendwas richtig sein. Das gibt's nicht! Okay, das war's. Mann! Warum muss das denn... Oh Mann! Ich mag das nicht. Oh, Spiel. Warum denn so gemein? Und vor allem, da hat man nur einfach nur 100 Sekunden Zeit. Lol. Ach, man kann ja auch schon so lang. Ja, okay, gut zu wissen. Ja, okay, gut. Das habe ich. Dann gehe ich jetzt hier weiter. So, jetzt bin ich hier. Durch die Tür, das bringt eh nichts. Und durch die Röhre, wo komme ich da nochmal hin? Da komme ich doch zu diesem... Dieser sagt, genau, da komme ich da und jetzt komme ich da unten wieder raus, oder was? Tatsächlich. Ja, okay, gut. Dann weiß ich das. So, dann gehe ich hier rein. Das ist der einzige Weg, der jetzt noch möglich ist. Jetzt gehe ich wieder... Nee, so komm, da komme ich wieder zum Anfang. Hier lang. Kann ich hier... Nein! Ach, du sollst nicht! Durch. Du sollst wieder zurück. Man kommt... Ach doch, man kommt zurück. Ich dachte schon. Und jetzt einfach... Warum? Was soll das? Das ist Betrug. Betrug, Channel LP. Man kommt einfach immer wieder woanders raus. Ist ja richtig scheiße. Och Mann, jetzt komm, please. Schaff das. Ich will das Level schaffen. Irgendwo muss es doch einen Ausgang geben. So, bevor ich hier durchgehe. Spring. So, nice. Hier rein. Hier ist das Ziel, aber wo zur Hölle muss ich lang? Och nein, warum muss jetzt hier das Ziel sein? Wieso? Ich brauche einen Yoshi, das ist doch letzter... Scheiße, Mann! Wo ist das, wo ist das, wo ist das, wo ist der Yoshi? Bitte, Spiel. Solche Level mit Labyrinth, finde ich, sind meiner Meinung nach nicht so gut. Aber das ist, da sind die Meinungen echt gesplittet. Also nicht, dass ihr euch da scheiße fühlt, nur das ist der letzte Versuch, aber... Oh, das macht mich einfach nur kirre.
Komm schon, please. Hier muss irgendwo der Ausgang sein. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Ich check schon gar nichts mehr. Wo ich überhaupt aufgehört habe. Und wozu ich... Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang. Mann, leck mich. So. Hier war das. Jetzt komme ich wieder aus einer ganz anderen Röhre raus. War eh klar. Jetzt gehe ich wieder hier rein. Hier sind wieder diese scheiß Türen. Yeah. Die ganzen Geister, Alter. So, jetzt bin ich wieder hier. Und wieder hier. Es sind kein Ende. Es sind kein Ende. Hier kann ich nichts machen. Außer... Das war mein Handy. Der einzige Ton in dieser Stille, die verdient ist. Bin ich von Sinnen? Du bekommst einen Stern wegen meiner Dummheit. Ich kann doch hier in diesem Scheißspiel einen Wandsprung ausführen. Ey, sag mal. Wer hat mal ein... Ich sag da gar nichts mehr zu. Ich bin einfach zu doof. War ein gutes Level, hat mir jetzt letztendlich doch gefallen. Ist halt nicht ganz mein Stil, nur... Ich hab's halt geschafft. Und es ist möglich. Also... Alles gut. Es hat wieder lange gedauert. Aber jetzt geht's weiter mit euren Leveln. Und zwar mit einem Soundtrack, um ein bisschen runterzukommen. Und zwar Donkey Kong Country 2 Forest Interlude vom Smoro Guy. Der hat nämlich diese Soundtracks beide eingesendet. Und ich bin sehr gespannt, wie diese in diesem Spielen auf mich wirken. Sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das lassen wir einfach mal unkommentiert, was da eben passiert ist. Es ist einfach traurig, sage ich mal. Ne? Also... Mehr sage ich da nicht zu. Mich war einfach verwirrt durch den P-Switch. Und da ich da den Yoshi gesehen habe, dachte ich, man braucht einen Yoshi, um da hochzukommen. Scheiße ist. Man kann da auch einfach einen Wandsprung machen. So einfach ist das. Traurig, traurig. Bitte richtig eingegeben, es wäre sehr nett. Nice. Smoro, du hast ein neues Mi. Ich kann noch dein altes Mi. Das neue sieht ja richtig kawaii aus. Okay, mal gucken, wie das ist. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. So. Ich lass mich einfach mal rollen. Cool. Run! Geil. Geil mit so einem Beat. Nice. Das machst du echt gut, wenn das einer deiner ersten Musiklevel sind. Sind echt nicht schlecht gemacht. Kriegst auch einen Stern für, weil ich denke, das ist sau schwer, so ein Level zu machen. Und dann hören wir auch gleich das zweite Theme von dem guten Smoro hinterher. Das ist nämlich das Mega Man 3 Intro. Oh Gott, das ist auch sehr, sehr geil. Das kenne ich auch. Das hören wir uns auch direkt an. Der Code wird jetzt eingegeben. Wenn ihr die Level selbst spielen wollt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das jetzt nicht eingeblendet, dass die Level IDs angezeigt werden. Wenn schon, brauche ich es nicht machen. Aber wenn nicht, dann geht unter den Part, letzten und vorletzten Part Mario Maker. Da sind alle Level in die Kommentare geschrieben von der Community. Und die könnt ihr dann alle auch selber spielen, wenn ihr Lust habt, meine guten Leute. Und das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr die gut findet, denn die Leute haben Stern verdient, wenn es gut ist. Und ja, auch Mega Man 3 Intro mit diesem wunderbaren Sternchen. Mal gucken, wie das ist. Gucken, welches mir von den beiden besser gefällt. Okay, das fand ich jetzt auch ganz gut, jedoch fand ich das Forest Interlude besser. Es war gut, aber das von DKC war ein bisschen besser. Aber beide... Oh Gott, das muss so viel Arbeit sein. Ich kann mir jetzt gar nicht so denken, ohne Spaß.
Ich kann mir das echt so schlecht denken, das selber zu machen, weil das so viel Arbeit sein muss. Wie auch immer. Solche Musiklevel, wenn das von Abonnenten eingeschickt wird, das ist echt schon eine kleine Ehre. Deswegen kriegt das auch einen Stern, weil ich meine, für den Anfänger super gut gemacht. Entschuldigung. Tipptopp. Richtig gut. Und das nächste Level für diesen Part ist... vom Gaming of Fabi. Ein Abonnent, der sehr viel schreibt neu unter den Twilight Princess Parts. Vielen Dank dafür, muss ich sagen. Das hat geschrieben, einer deiner Level. Ich weiß überhaupt nichts, was darin vorkommt. Vielleicht auch mal besser, so kann ich mich überraschen lassen. Einfach mal interessant. So, 1, 2, 10, 9. So, mal gucken, wie das ist. Ich finde schade, wie gesagt, diese Level-IDs teilweise falsch geschrieben wurden. Das ist jetzt wieder gut. Alter! Yo, das sieht aber mal richtig... Alter, der hat auch 4 Sterne und sieht mal richtig interessant aus. Okay, was das drauf hat, da bin ich mal sehr gespannt. Ich finde schade, dass ein paar die Level-IDs falsch geschrieben wurden. Da würde ich mich freuen, wenn ihr die nochmal neu reingibt, weil... Bisschen schade, dass die dann so verfliegen, die Level. Weil die sich auch sehr gut angehört haben. Und Alter, also designtechnisch kann ich mir echt was von abschneiden. Ich bin zwar einer, der auch sehr viel Wert auf Design legt, aber das ist halt nicht immer so einfach. Aber du hast es hier wirklich ist richtig gut gelöst. Also muss man schon sagen, holy, das sieht richtig gut aus. Also man, was ich halt geil... Oh nein, das war unnötig. Es wirkt halt wie in so einem Gebirge ein bisschen, finde ich. Und das finde ich sehr, sehr gut. Wie das rüberkommt. Das muss auch so richtig gut sein, denn das macht so Spaß. Was mache ich hier eigentlich klar? Ich bin ein dummer Sch... Nein, das sag ich jetzt nicht. Nein! Ich... Warum sterbe ich in so einem coolen Level? Das gibt's nicht. Ja, okay, immer neu. So, ich sollte aufpassen mit diesen Käfern. Oh, aber auf jeden Fall richtig cool gemacht hier mit den Wolken und in den Lüften mit der Feder. Passt einfach. Richtig, richtig cool, Mann. Und da ist ein Yoshi, ja. Hier gibt es auch wahrscheinlich mehrere Wege, die zum Ziel führen. Zum Ziel führen. Sprachfeder. Richtig nice gemacht und... Du Pisskopf hast mir jetzt nicht Yoshi weggenommen. Ne? Nein, 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 nein. Oh, verdammt. So, dankeschön für die Yoshi. Das ist nämlich meiner Oma. Ach, hier kann... Wer sagt... Da kommt jetzt eine Ranke raus, ne? Boah, das wäre immer mal richtig cool. Boah, richtig nice. Aber es war mir klar, dass ich Yoshi verliere. Verdammt. Egal, das ist nicht so schlimm. Wir haben den Cape, oh Mann. Das reicht völlig aus, ja. Alter, die Mucke ist richtig cool. Okay, richtig nice. Mario Maker Parts gefallen mir auch immer gut zu machen, weil ich einfach sehe, wenn die Community gute Level eingeschickt hat, dann sehe ich die schon so vor dem Bildschirm sitzen, so, oh mein Gott, bitte mach das jetzt richtig, bitte verkack mein Level nicht. Und so, oh geil, ja, du hast es gemacht, sehr, sehr... Secure Pikachu! Wahrscheinlich wirkt es dann aus, als dass ich einen Anfall hatte, aber ich bin gerade ein bisschen perplex, dass ich jetzt am Ende gestorben bin. Was ich sagen wollte, das kenne ich auch, wenn ich zum Beispiel ich Level bei anderen YouTubern einsende, ne? Dass man dann also immer denkt, oh, bitte mach nichts falsch und hoffentlich gefällt dir das und hoffentlich verstehst du das und das, was ich da versucht habe auszudrücken. Aber das ist halt immer ein bisschen schwerer, wenn man das blind das erste Mal spielt. Aber ich denke, dass ich das bis jetzt ganz gut geschafft habe, wenn ich mal ehrlich bin. Also, denke ich mal, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt die Wahrheit ist, aber... Was ich denke, das kann ich ja eigentlich von mir geben, würde ich mal sagen. So. 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 Trap. Und so, da sind wir ja. Alter, wo sind wir denn jetzt hier? Bam, bam, bam. Ich muss immer mitzoomen, das ist unglaublich. So, okay, hier geht's anscheinend runter, dann müssen wir hier lang, ne? Holy shit, da wäre ich fast gestorben. Das will ich natürlich nicht. Das wäre ziemlich scheiße. Dafür benutzen wir den Panzer. Dann bekommen wir da ein bisschen Platz. Sollten wir auch ausnutzen. So, ist hier nochmal was drin? Anscheinend nicht, aber das wäre jetzt auch ziemlich lame, wenn ich mich da treffen lassen würde. Mache ich aber nicht. Okay, hier hätten wir auch unten lang kommen.
Ich lasse mich einfach viel zu oft treffen. Das liegt auch daran, weil ich voll lang kein Mario Maker mehr gespielt habe. Wie gesagt, wenn ich spiele, spiele ich es gerne. Nur ich hatte schon gesagt, dass die Zeit eigentlich auch so ein bisschen fehlt. Und dass ich jetzt lange nicht mehr gespielt habe. Und seit wann fallen die Goombas nicht runter? Ich dachte schon. Der hat mich gerade immer umgedreht. Und hier ist eine Feuerblume. Hoi, dankeschön. Aber es ist immer noch... Ah, lol, da kann man einfach runter? Ja gut, das hat man aber von da nicht gesehen. Gut, dass mir das jetzt da angezeigt wird. Nein! Ich bin so ein Vollnoob. Gaming of Fabi, dein Level ist bis jetzt wirklich richtig gut. Vom Design muss ich sagen, sorry an die anderen, aber das Beste in dem Part finde ich vom Design ohne Spaß. Ich muss ja meine Meinung echt kundtun. Also da ist ja echt gute Arbeit geleistet, nur wunder dich nicht, der Einzige, der sich jetzt doof anstellt, bin ich. Also du hast jetzt damit nichts zu tun oder so. Das Level ist gut, ist nicht zu schwer. Ich stelle mich einfach nur doof an. Ihr seht, das geht eigentlich voll easy. Ich muss mich da halt nur anstrengen, weil ich, wie gesagt, voll aus der Übung bin anscheinend. Also merkt man ja, ne? Weil ich Yoshi auch wieder umgebracht habe und ich der größte Vollhonk bin. Und einfach nur, what the fuck? Okay, ich habe eine Idee. So, dann haben wir das auch geschafft. So, und dann jetzt hier runter. Oh, shit. Hier brauchen wir ganz klar die Bob-Oms. Damit wir das da freisprengen. Jedoch ist das nicht so einfach, die da rauszuholen. Okay. Los, komm. Oh, du. Oh, Reiskopf. Reiskopf. Ich bin auch so ein Struggle, ey. Geh rein, oh, oh. Okay, ich hab ne Idee. Ich werf's jetzt. Ich werf's jetzt mal von hier. Aber war auch keine gute Entscheidung. Hm. Bastard. Bleibt jetzt. Mach doch mal was richtig. Mario, du Hurenkopf. Oh Gott. Ja, komm. Jetzt nur noch eine Wand durch. Ey, sag mal. Der wirft das auch so komisch. Und wenn dahinter nichts Richtiges ist, ne? Ich struggle den kaputt, habe ich mal gehört. Oh, das war gut. Jetzt kommen wir da auch durch. Und da ist hoffentlich was drin. Wenn nicht, bin ich sauer. Ja, ein Yoshi. Das hat sich gelohnt. Oh Mann, ja. Ich sollte jetzt nicht noch sterben, Mann. Was mache ich denn hier so klar? Ich bin ein großer Struggle, oh Mann. Du sollst da jetzt auch nur noch durchge... Mario? Ey, ich bin so kurz davor, wieder zu eskalieren, weil ich kurz vorm Sterben bin. Ach lol, das reicht schon, wenn ich mit Yoshi dagegen renne. Dann wird das Ganze schon aktiviert, die Bombe, lol. Wusste ich auch nicht. Alter, das Level ist aber auch lang. Was hast du hier gebaut? Mein Gott, so eine Kreation habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Vor allem, das ist richtig gut. Fühlt sich halt wie in den Bergen, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch ein P-Switch. Nein! Scheiße! Das gibt's! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch einfach nicht wahr! Komm schon, es muss doch... Wie behindert muss man eigentlich sein wie ich? Wie behindert? Anstatt einfach mal nachzudenken, bevor man was macht. Das ist... Ey, das ist erstes Gebot im Leben. Nicht nur im Spiel, im Leben. Denk nach, bevor du machst. Erst denken, dann aufzeigen. Das kennt doch jeder. Und ich mach's einfach nicht. Yoshi, du Huren! Ich kack dich kap... Ich glaube, ich bin heute... Adieu. Ich schneide euch dahin. Es hat ja keinen Sinn mehr. Holy shit.
Ich schneide euch dahin, wo ich eben aufgehört habe. Und dann beenden wir das Level, weil es gut ist. Da stehe ich mit meinem Namen für. Bis gleich. Adieu! Adieu, 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 da! Karamak! Bitte, Spiel, ich bete dich an. Wenn ich das jetzt schaffe. Ja, das wäre so gut. Danke. Ich muss mir alles unterdrücken. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Ja. Ein P-Switch und eine Feder. So, was bringt dieser P-Switch? Ich nehme mit. Hab ich's? Yes! Quick Terpeter! Ja! Endlich, Mann! Boots! Ich hab's gesagt, ich schaff das, Mann! Ja! Oh mein Gott! Endlich! Es war so gut. Da gibt's auch ein Kommi, das war echt richtig gut designt, das Level. Ich schreibe erstmal ihr cooles Level. Ich schreibe irgendwie lieber in Handschrift, das weiß ich auch nicht. Wegpersönlicher. So, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen bei diesem Mario Maker Part, der wieder sehr, sehr creepy war, keine Ahnung. Er war einfach durchgeknallt. Das Endlevel habe ich mich zu doof angestellt. Der Part ist auch wieder ein XXL-Part, ein kleiner XL-Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Das ist nämlich das Wichtigste. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Dann werden eure Level wieder dran sein. Ich glaube, der liebe Scriteplace hat noch ein paar da gelassen. Und dann war noch einer von der Engländer. Ich weiß gerade gar nicht genau. Schreibt auf jeden Fall eure Level wieder unten in die Kommentarbox. Und dann freue ich mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen hier bei Let's Play Super Mario Maker. Bis dann und ciao.